Ladies and Gentlemen, großes Dankeschön an Memo von Rapcheck. Er hat seinen eigenen Charakter gesprochen und sehr viel Humor bewiesen. Und auch ein dickes Dankeschön an unseren Bruder Mois, den Kellerbaron, der auch seinen Charakter gesprochen hat und uns derbe zum Lachen gebracht hat. Nahui, Fiat, Rapland, Amanakoyom. Digga, ich bin so high und hungrig, Alter. Digga, das heißt wohl erstmal direkt zum Chinesen. Chinese Food, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, moin. Ich hätte gerne dreimal das Knofi-Hähnchen. Und dann? Und dann hätte ich gerne nochmal so eine Portion gebratenen Reis. Und dann? Ja, und dann hätte ich gerne dreimal noch die Wonton-Suppe. Und dann? Das wär's dann, ne? Und dann? Nix. Das wär dann alles. Und dann? Kein und dann. Nee, so eine Fotze, Digga, Alter. Weißt du? Kein und dann. Und dann? Okay, gib mir noch mal eine Flasche Cholin dazu, du Fotze. Und dann? Einfach nur das, was ich vorhin bestellt habe. Und dann? Alter, und dann wär's Suche, wenn du es endlich mal einpacken würdest und mir geben würdest, weil ich echt Hunger hab, du Fotze. Aha. Und dann? Alter, ich hab so die Schnauze voll von diesen kranken chinesischen Psychospielchen, Alter. Und dann? Kein und dann. 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 Und dann? Du Fotze, Alter, kein und dann. Und dann? Und dann werde ich aus dem Auto aussteigen und dir gewaltig in den Arsch treten, du kleine Fotze. Wenn du noch einmal und dann sagst. Und dann und dann und dann. Du Fotze, Alter, kein und dann. So, ihr Keks, Alter. Habt ihr schon alle ein Spielzeug ausgesucht, Alter Dicker? Weißt du, Dicker? Ich muss euch nämlich was verkünden, was euch traurig machen wird. Dicker, Alter, aber bevor ich jetzt damit anfange, wollte ich euch noch eins sagen, dass ich jetzt weiß, wie ich Kollegas und Farids Karrieren beenden kann. Echt? Wie denn? Hat es was mit Essen zu tun? Alter, Dicker, Ali, nein, Mann, wie soll es mit Essen zu tun haben, Dicker? Dicker, Alter, ich werde den beiden mit der Hilfe vom Echo und der Bild Antisemitismus vorwerfen. Das fickt beide richtig, Alter. Ich hab gehört, ich war bei den Music Awards. Also doch was zu essen. Ist Antisemitismus nicht ein türkisches Gebäck? Du meinst Zimmet, alter Dicker. Ich rede von Judenhass, du dummer Fettsack. Sorry, ich dachte, es wäre was zu essen. Wisst ihr, so ein Zimmet mit Schafskäse wäre jetzt echt geil. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt essen gehen? Und zwar beim Türken. Dicker, Alter, verdammte Scheiße, Ali, Alter. Ich versuche hier die ganze Zeit was zu erklären und du kommst hier immer wieder mit Essen, Alter. Hör mir jetzt zu, Alter. Der Plan ist, Farid und Kolle als Judenhasser darzustellen, Alter, Dicker, weißt du? Und dann ist Manuelsen dran, Alter, Dicker, weißt du? Dicker, der ist richtig gefickt, Mann. Dicker, und jetzt kommen wir dazu, warum ihr alle Teddys von mir bekommen habt. Dicker, ich werde mich von euch trennen, Alter. Einfach um zu beweisen, dass Manuelsen mir nicht mit einer Machete auf den Kopf schlagen wird, wenn Arafat und ihr nicht mehr zu mir gehört. Haha, und dann habe ich gegen alle gewonnen. Was sagt ihr dazu? Lag Interglatt Kismenaxas Berlin. Tü, intemin el Yomurai mumin el Ashire. Ich will ja nicht meckern, Bushido, aber findest du das nicht ein bisschen zu krass, sich komplett von uns zu trennen? Nur um zu beweisen, dass Manuelsen sein Wort nicht halten wird? Nee, ist es nicht, Alter. Nicht immer so viel Schimpfi, Shindy. Außerdem ist Manuelsen nicht in der ersten Episode gestorben? Nee, der hat irgendwie überlebt. So, Alter, jetzt muss ich nur noch Farids Texte austauschen, Alter. Das lasse ich Rin machen, dem ekligen Vampir. Los, Shindy, scheiß Rin aus. Das geht nicht, Bushido. Der ist heute nicht in meinem Arsch. Der ist unterwegs. Okay, dann rufe ich ihn eben. Rin, du Albino-Vampir, hör auf deinen Hexenmeister und erscheine. Rin, Alter, du musst die Texte von Farid für mich austauschen. Okay, kann ich machen. Aber hast du schon mein neues Lied gehört? Rin, bei aller Liebe, Alter, ich kann mir so einen Scheiß nicht anhören. Du brauchst einen besseren Texter. Ich kann dir Echo empfehlen. Aber ich schreibe meine Texte selber. Alter, ja, jetzt verpiss dich endlich, weißt du? So.
So ist es jetzt getan. Extrablatt, Extrablatt. Farid und Kollegas Karriere wegen Antisemitismus vorbei. Farid wird abgeschoben und Kollega kann nicht aufhören zu heulen. Farid Bang tritt der ISIS bei und trifft auf Desodok. Beide heulen, weil Musik so teuflisch ist. Bushido trennt sich von Arafat und den EGJ-Membern. Manuelsen kommt nur noch mit Ausreden und nicht mit der Machete. Ali Boumaier ergaunert sich EGJ. Ali Boumaier verkauft EGJ für einen Cheeseburger und zwar von McDonald's. Campino kann nicht aufhören zu zittern. So, ich werde mich jetzt erhängen. Ali, ich bitte dich, warum möchtest du das machen? Rap ist das Einzige, was ich habe. Jetzt habe ich nichts mehr. Es gibt keinen Grund mehr zum Leben. Klar gibt es Gründe. In Stylecover Bitch auf dem Beifahrersitz. Was soll das, Shindy? Ich verstehe das nicht. Nenne mir nur zwei Gründe, Shindy. Ich kann dir sogar drei gute Gründe nennen. Und zwar McDonald's, McDonald's und Nummer 3, McDonald's. Alle meine Bitches nennen mich Daddy. Chillen mit der Family. House schicken mir Emojis. Pretty Motherfucker mit der Rolli. Ich verstehe das immer noch nicht, Shindy. Aber das waren drei ziemlich gute Gründe, um am Leben zu bleiben. Du hast recht, Shindy. Ich werde mich nicht mehr umbringen. Achie. Fuck, was habe ich getan? Mit wem soll ich jetzt das Brot brechen? Dicker? Ich sollte mich jetzt lieber tarnen. Am besten mit einer neuen Frisur. Vielleicht etwas von Star Trek. So Freunde, wie ihr alle wisst, sind die Karrieren von Farid Bang und Kollega wegen dem Antisemitismus-Skandal am Ende. Gerüchte sagen, dass trotz all den Talkshows Bushido die Finger im Spiel hatte. Dieser Penis kommt mir immer zuvor. Es reicht langsam, Nachol. Es wird Zeit, dass ich den Zirkus-Clown ein paar Manieren beibringe, Amanakol. Dann baller ich die Fresse weg. Los geht's. Jetzt bist du fällig, du Hund. Ich hab dich erwartet, du Kakerlake. Shit, er spritzt mit Säure. Ja, mit grüner Ekelsäure. Ich ekel mich selber davor. Schön feucht. Ich fick dich ins Arschloch, Amalakul. Kugeln machen mir nichts, du Kellerratte. Fuck, was bist du denn für eine komische Kreatur, Nachhol? Ich bin Memo von Rapcheck und ich fresse dich auf. Lass mich runter, du Hund! Wie du möchtest. Guten Flug. Ich komme wieder, Nachhol! Flair, mein Freund, du lebst? Ich dachte, die haben dich umgebracht. Hä? Der Ende hat mir das Leben gerettet. Bole Churia, Bole Gangana, Flair retten. Kolle, Bushido hat euch reingelegt. Es war alles Bushidos Plan. Hä? Warum guckst du mich so an? Ach nichts, mein Freund, alles ist super. Doch, sag es ruhig. Naja, Flair, du weißt, dass du Pisse im Gesicht hast? Ja, ich weiß, aber das ist jetzt nicht wichtig. Flizzy, mein Freund, ich mein Pisse. Du hast überall Pisse im Gesicht. Okay, komm, sag's nochmal. Pisse, Pisse und Urinflair. Überall Pisse, Pisse, Pisse. So, fertig? Gelb, gelbe Pisse. So, mein Freund, ich hab mich jetzt beruhigt und um Bushido werde ich mich noch kümmern. Bushido, mein Freundchen, ich weiß, dass du mich und Farid reingelegt hast.
Das regeln wir heute, mein Freund. Und zwar mit einem richtigen Streetfight. Was sagst du dazu? Okay, gar kein Problem, Kolle. Endlich ist es soweit. Den kleinen Hardest-Rapper nehme ich mir so richtig ran. Shit, jetzt ist es soweit. Wo ist Arafat, wenn ich ihn brauche, Alter? Fight! Kollege, oh, Kolleg, ich bäm dich! Deus Maximus! Hurensohn! Kolleg, ich bäm dich! Kolle, Kick! Bam, bam, bam! Wann kommt die nächste Folge? Wann kommt die nächste Folge? Wann kommt die Mission in mir? Ihr kleinen Wichser. Und jetzt kauft unsere T-Shirts. Den Link findet ihr in der Beschreibung.